Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Infected. So, wir bringen unseren Kopfer-Wolfi nun zur Kopfermine. So, mal kurz schauen. Yeah. So, Kopfermine. Wir haben alles mit, was wir brauchen für einen weiteren Extrakteur. Also außer wenn man so riesen Mengen an Holz braucht und man sucht Dinge im Wald dann und so, dass man die Bio abschaltet. Ansonsten finde ich da schon schön mit den Büschen. Ja, im Winter die Schneelandschaft, genial ohne diese Büsche, wenn alles so von Schnee zugedeckt ist, finde ich großartig. Aber ich habe die Büsche und das Gras schon ein wenig vermisst, muss ich zugeben. Muss ich zugeben. Gebe ich auch gern zu. Ne? 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 So. War verdammt schlecht, dass wir uns nicht mit Nahrung versorgt haben noch vor der Abreise. Aber ist halt jetzt so. Jetzt haben wir den Kopfer Wolfi. So, und werden natürlich gleich den Extraktor einbauen. Aufstellen. Ans Laufen bringen. Ans Netz anschließen. So, den stellen wir natürlich daher. So, platzierbar, sonstiges, Extrakteur. Ja, wobei, den drehen wir in dieselbe Richtung hier. War doch schön. Yeah. So, Kopfer-Wolfi, haben wir alles dabei. Yeah. Wunderbar. Strom an. Herrlich. So, was haben wir da drin? Wunderbar, was haben wir da drin? Herrlich. Yeah. Das machen wir gleich so. Kopfer-Wolfi, ein bisschen Kopfer hier. Und das nur aus den zwei Extraktoren. Und da oben stehen ja auch noch drei Stück. Jetzt dachte ich, da ist ein Skorpion. Ein Skorpion. Da vier Stück stehen da. So was aber auch. So. Wunderbar. Und ihr hier. Yeah. So. Der Wolfi ist voll. Der volle Wolfi. Lass mal da gleich mal hier drinnen stehen. Nein, ich möchte ihn gerne im Freien stehen lassen, damit der Regen das Holz aufweichen kann. So. Und was wir mitnehmen, ist so eine Frage. Brauchen wir das ganze Kupfer? Ich würde gerne lieber die Steine mitnehmen. So. Ja, tatsächlich, nimm die Steine mit. Warum auch nicht? Das ist Wahnsinn. Nimm doch nicht die Steine mit. Nimm lieber das Kupfer. Ach, ich will die Steine. So. Und zurück. Das sind die guten Kupfersteine. Die haben wir aus einer Höhle geholt. Ferne, ferne weg. Die hat es bei uns auch gegeben. Ja, aber es sind nicht dieselben. Sind sie gleich? Da kann ich da wegen der 50 Ausdauer. Naja. Ja, wenn wir zu Hause sind, schlagen wir uns den Wanst voll. Endlich. Ein Sättegefühl. Was haben wir denn da eigentlich? Januar. Der gute Jänner. Oh, so ein Truck. Das sieht auch gut alles von hier aus, oder? Ist doch super. Finde ich gut. So. Haben wir da eigentlich noch Sachen drin? Nö. Doch. Überall. Warum sind da noch ein paar Kupferteile drin? Wenn ich das nur wüsste. Da liegt der Laich. Ja. Natürlich ein Seil. Da waren die Fesselungskünstler wieder am Werk. Und er hier. So, wir laufen da lang. Legen mal die Steinchen ab. So, nur damit das auch geklärt ist. Und jetzt schlagen wir uns gleich den Wanst voll. Ja, endlich. Super. So, zu diesem Berufe wird dieser Fisch filetiert am schmutzigen... Nein, es ist ein Küchenboden. So, ernten. Na.
So viel hätte man gar nicht machen müssen. So, wir haben 19, 19, 19, 19, die sind alle an und an, 15 Stunden, das essen wir mal. Noch eine. Ja, das ist gut. Jada, jada. Namen eingeben? Nö. Keine Namen eingeben. Besser. So. Ja, runterspülen. Mit dem ganz klaren Zeug. So. Na, ich will raus. Ich will raus. So. Dosen legen wir gleich weg. Bam. So, im Kühlschrank überlege ich schon, ob wir den oben platzieren. Werden wir dann auch machen. Werden wir dann auch machen. So, was wichtig ist. Moment, das Seil. Das ist nicht wichtig. Also nicht enorm wichtig. Enorm. So, hier fertig schmelzen. Alles, was wir noch haben. Und Eisen. So, und irgendwo war noch. Da. So, und dann würde ich sagen, holen wir auch gleich die Fragments von drüben und schmelzen die auch ein, damit die Eisenkästen voller werden. Unser Lager, das Eisenlager. Ansonsten würde ich auch Sand einschmelzen schon, wegen Glas. So, da haben wir da. Nein, das ist zu viel. Das ist zu viel. Den können wir mitnehmen. So. Yeah. Mit vollen Taschen, 75 Kilo. Springen wir. So. Sehr schön. Und. Sehr schön. Yep. So, und da oben die Reste rein. So soll es sein. Oben müssen Reste rein. So. Da kann man auf jeden Fall noch Steinchen. Wir holen frische Steine. Oh ja, ein Stein. So. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Füllen wir mal eine Steinbox an. Geht doch gut. Geht doch gut. So, und hier haben wir auch. Mitnehmen. Und wir nehmen auch gleich die Steinbox mit. So. So. Hinten noch was drin. Da könnte man jetzt auch gleich Sand abgreifen. Ja, die werden sich natürlich aufgrund des Daches hier nicht mehr füllen, aber zu diesem Berufe habe ich mir gedacht, die werden wir ein bisschen übersiedeln. Der kommt daher, interimsmäßig natürlich nur. So. War das hier? Ja, komm, stirb. Also, ist er ja schon. So. Füllen kann sich's natürlich nur ohne Dach. Das heißt, wir müssen den hier, den Pot, da herstellen. Genau an die Stelle, wo kein Dach ist. Den Pot hier müssen wir an die Stelle stellen, wo kein Dach ist. Wo kein Dach ist. Naja, ungefähr. So, den dritten natürlich auch an die Stelle, wo kein Dach ist. Das ist kein Dach. So, dann er hier. Ich weiß, die sind jetzt alle drei leer. Hast du gut gemacht, kein Wasser mehr. So. Mit Licht. Yeah. Und den da, natürlich hierher. Wieder mit Licht. Mit Lichten. Super. So. Und daher. Ausräumen, nachfüllen, wunderbar, ausräumen, so, da haben wir hier ein bisschen Eisen, das schadet gar nicht. Ich halte mich zurück. So, da haben wir einmal blau, haben wir jetzt relativ wenig nur noch, oder? Und hier Kupfer. Ja, Alu. Ich will wieder einen Ressourcenausflug machen. Ich gebe es zu. Ich will einen Ressourcenausflug machen. So.
So, und so ähnlich wie wir es hier gemacht haben, mit dem, weil hier ist kein Dach, das heißt, hier kann Wasser rein. Ich hoffe, das funktioniert, wir werden sehen, aber theoretisch müsste, so wie hier, das gehen würde. So, machen wir die mal da rein. Genauso wie wir das da unten gemacht haben, bei denen rein, müssen wir da oben schauen, wo regnet es hin, wo regnet es nicht hin, das werden wir dann im Frühjahr sehen. Du warst schneller tot, als ich bei dir war. Schade eigentlich. Ach komm. So. So, und jetzt nehmen wir das eine und bam. Ist das cool, oder? Das eine und bam. Heftig. So. Machen wir gleich mal da. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und das andere machen wir nicht. So, so, so. Wir haben da 4. Jetzt sind wir noch 4 mal Sand. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt freuen wir uns, wenn wir wieder Beton machen. Beton. So, Sand und Leim. Mischen. Ich finde das super. Dass wir da auch 4 Mischmaschinen relativ zu Beginn schon aufgestellt haben, finde ich echt gut. So, bringt uns gut weiter. So, Beton! Wir haben Steine in der Tasche, die müssen wir natürlich weglegen. Weg! So. Erstens leere Box, zweitens mehr Fragments. So, die leere Box kommt hierher. Inventar ist leer, da haben wir auch Platz, das heißt, wir legen mal weg da. Und dann schauen wir vom Gewicht her, geht sich ja alles super aus, da können wir gleich mehr mitnehmen auch. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Super. So, dann machen wir das. Wunderbar. So, hier ein bisschen und hier ein bisschen. So, die nehmen wir da raus und füllen Glas ein, also Glas Sand ein, damit wir ein neues Glas bekommen. Nein, so von hier oben. Super, so, dann würde ich sagen, das restliche Glaszeug werfen wir da rein. Das können wir dann nachher im Anschluss schmelzen. Ein Waschbär, ich habe einen Waschbären gehört. Es wird Frühjahr. Mhm, es ist Februar. Naja, ein Schlückchen trinken. Kann man mal machen. So. Ja, super. Das, ja. Da habe ich mal auch vorgestellt, ob wir die dann auch umstellen, weil wir haben jetzt relativ gute Versorgung an Fragments. So, wir schauen mal gleich nach, wie das ist mit dem Status in den Kisten. So, diese Eckreparaturkisten. So, hier, die ist voll, super. Ich kann mich nämlich nicht erinnern. So, die ist voll, super. Und ich glaube, die ganz vorne ist auch voll. Herrlich. Jetzt die noch an der Ecke. Der Zaun müssen wir auch noch mal fertig betonieren. Und dann natürlich die Böden. Da fehlen noch die Sachen. Da fehlen die Sachen. Da fehlen die Sachen. So, wir nehmen die Kiste einfach mit und füllen die Kiste an. Smart. So. Yeah. So, Sand weg, Fragments rein. Sand weg, Fragments rein. So soll es in die Kiste rein. Da, 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 da. So, super. Da ist nichts mehr drin, da ist nichts mehr drin. Haben wir hier noch? Ja, ein wenig ist da. So, dann haben wir nämlich dort auch eine volle Kiste stehen, was ich auch echt wichtig finde. Dann haben wir an allen 4 Ecken volle Kisten Reparaturfragments stehen. Ja, du musst aber auch reparieren. Ja, ja. Kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. So.
Volle Kiste. Bam. Oh, ein Stein. So. Kurzer Blick auf die Uhr. Wahnsinn. Wie die Zeit vergeht. So, dann haben wir da ein bisschen. Mal wieder reinpacken. Ah, da wäre noch Platz. Okay. So, und auch mit Glas. Alles draußen. Glas, Glas, Glas. Dann haben wir hier ein bisschen von ihm. So. Jetzt kommt er dran. Ist das voll? Nö, jetzt aber. Fehlt einer noch. So. Schön. Da gehen wir in den Sand rein. Genau, den Sand. So. Und da oben kommen die Fragments rein. So, wir sind jetzt, glaube ich, durch mit allen Ressourcen. Alle Ressourcenkisten leer. Ja. Also, was jetzt die Rohmetalle betrifft. Ja. Und er hier. Super. Super, endlich, endlich, es ist soweit. So, dann füllen wir die noch auf. So, Wagen leer. Oh yeah. Wagen leer. Oh yeah. Ist das nice? Ist das nice? So. Super. Und da hinten noch einer. Ganz, ganz toll. So. Sehr schön. Es schneit schon wieder. Dass wieder ein kleiner Blizzard wird. Es wird einer. Natürlich. So. Wir stellen die Wagen da draußen ab. Weil vielleicht können wir da nochmal Holz fällen. Aber ich würde tatsächlich gerne Ressourcen nachholen. Also so, hallo. Und so weiter. Freezing, mein Freund. Freezing. So, und den vierten Wagen stellen wir auch aus. Immerhin wollen wir Sachen anfüllen. Aber du frierst. Ja. Wir werden schon nicht sterben. Wer weiß. Wer weiß. So, Wolfi ist aber leer, oder? Na, super. Nein, wir können nicht weiter. So, wir stellen uns da mal rein. So, jetzt können wir da mal kurz nachfüllen, da ist ja nicht mehr viel drin. Das machen wir mal leer. Dann ist da 200 ist da drin, das ist gut. Wir essen eine Dose, warum weiß geht. Yeah. So. Der schläft nur. So, wieder raus. Super. Dann schauen wir mal da wegen der Holz. So. Wegen der Bretter. Es geht um die Bretter. Es geht um die Bretter. So, nicht Bretter. So, da auf. Ja, ja, ist ihm kalt. Ist ihm kalt. Und hier auch noch, damit das da voll ist. So, hier drinnen haben wir ja keine. So, da könnte man schön auffüllen. Wunderbar. Ist das jetzt schon gekocht? Sauber, alles sauber. Wieso ist das alles sauber? Haben wir das tatsächlich abgekocht und nochmal Kohle reingelegt? Was sind wir aber vorbereitet? Heftig. So, jetzt schauen wir mal. Hier? Nö. Hier? Nö. Hier? Nö. Ah, okay. Ich dachte, es wird Wasser angezeigt. Okay, da kommt auch kein Wasser rein. Das heißt, ui, es wird eng. Es wird eng. Da ist Wasser drin. Eieiei, ich glaube, dieser Dachgarten, da werden wir eine riesen Sitzterrasse mit Partygrill und also so Barbecue-mäßig und sowas machen müssen. Mhm, glaube ich halt. So, Brettchen. Wollten wir wegräumen gerade.
Ja, da arbeitet die Säge. So. Machen wir da noch ein bisschen. So, die will ich vollfüllen, dass wir so richtig unser Brettchenlager auch angefüllt haben. So, Brettchen leer. Sehr schön. So, und da können wir sagen, alles da rein, alles da rein. Das muss da auch drinnen sein. Jawohl. So, wir stellen uns zu den Öfen, weil es geht, weil es warm ist. 23 Grad finde ich gut. Hilft auch. Bei Temperatursturz. So, einmal Glas da rein. Yeah, und jetzt haben wir die noch das restliche Erz. Erz. Oh, ist das viel, ist das super. So, Glas von hier bringen wir rüber in die Kiste. Ah, und dann gehen wir das nächste Projekt an. Ich freue mich schon. Ich freue mich schon. So, das legen wir da in die Ecke. Das füllen wir da auf. Nee. Nein. Nein. So, das kommt daher. Sehr cool. So, was damit? Was damit? Super. Da haben wir noch Sand. Können wir... Ach komm, wir machen das. Können wir das machen? Komm, wir machen das. So, die Holzwegen haben wir draußen hingestellt. Hier ist, naja, echt nicht mehr viel drinnen. Das füllen wir gleich nach. So, aber Brettchenlager ist voll. Mehr Brettchen geht nicht. Holz, ja, könnte man nachfüllen. So, da kommt mal das rein. So, was ich nämlich auch machen möchte, und daher etwas mehr Glas, ich möchte hier endlich mal die Fenster fertig machen. Mach sie fertig! Aber meine Lieben, als nächstes, wie spät ist es denn? Naja, ja, da stehen die vier. Ich würde echt gern der Waschbär. Ich würde echt gern die Ressourcen abholen. Oh, sieht das cool aus. Ach ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Dabeisein und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.